Tower Boss ist natürlich perfekt. Er ist der Boss. Der ist der Boss. Boss im Name, Boss im Programm, würde ich mal sagen. Alright, 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 Leute. Wenn der Tag zu Ende neigt oder draußen es stürmt, aber man trotzdem irgendwie Bock hat auf Pokémon, dann hat man nicht wirklich viele Optionen. Man kann nicht wirklich viel machen. Wenn man Glück hat, wohnt man in einer Gegend, wo viele Pokémons um einen herum auftauchen. Habe ich nicht. Ich habe hier ab und zu mal irgendwas, die aber nie bei mir auftauchen. Sprich, ich bin ziemlich fucked von zu Hause aus. Deswegen muss ich theoretisch eigentlich immer rausgehen. Aber wenn es regnet, habe ich keine andere Wahl. Von daher, ich will mal meine Pokémons durchgehen, sortieren und hochleveln. Ich habe ein paar richtig geile Viecher in letzter Zeit gefangen. Für mein Level zumindest. Ist das aktuell geil. Ich weiß, viele sind schon höher, viel, viel höher. Und deswegen will ich die mal höher power-uppen, level-uppen. Ich habe über 15.000 Sternenstaub. Ist, denke ich mal, ganz okay. 111 Bonbons für die Taubsies. Und ihr seht es schon auch, das Taubsie zum Beispiel. Hier, 133 Well-Played-Punkte. Ich weiß, dass das Kampfpunkte sind. WP ist aber für mich Well-Played. Von daher, Well-Played-Punkte. Ich habe zwar schon ein Tauboga für 175, aber wenn ich noch das Taubsie auf ein 133er Taubsie entwickle, was ich jetzt mache, ein paar Special Effects. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Taubsie konnte sich aus unbekanntem Grund nicht entwickeln. Er ist zurückgeblieben. Mein Taubsie ist wirklich zurückgeblieben. Was soll das denn? Come on, nochmal. Ich denke mal Serverprobleme. Geht doch. Jetzt Zeller-Sound. Passt zwar nicht ganz, aber egal. Zeller-Sound. Oh, ich will sie mir alle schnappen. Ich will der Allerbeste sein. Und wir kriegen ein schönes Tauboga. Nice. Und wir updaten noch ein paar andere Einheiten. Wie gesagt, wir bringen unser Team auf Vordermann und ich bin bald echt arena-tauglich. Ich bin bald arena-tauglich. Ich brauche viele von den guten Viechern. 248 Well-Played-Punkte. Nice. Das kommt direkt auf Platz 1, mein Tauboga. Das ist ein gutes Taubsie, ein gutes Level-Up. Aber wir machen noch was. Wir machen eine Stufe weiter. We have to go deeper, wie man so schön sagt. Deswegen machen wir das jetzt zum Tauboss. Oh, gleich zwei Entwicklungen in einen. Oh, sag bloß, das Tauboga ist gerade stehen geblieben. Nein, es geht weiter. Nice, come on. Gib mir ein richtig schönes Tauboss. Ich vermute mal 400 Wellplay-Punkte. Ist ein bisschen zu viel verlangt, oder? 400 Wellplay-Punkte ist zu viel verlangt. Aber ich habe genau 50 noch. Nee, habe ich nicht. Ich habe mehr. Ich habe genau 100. Tada, ist da nicht wunderschön? Ist da nicht wunderschön? Wahrscheinlich eines der stärksten Pokémons bei vielen, weil man von denen so oft was findet. Sprich von den Taubsies. Und deswegen kann man auch seinen Tauboga immer wieder hochleveln. 435. Booyah. Booyah. Auf einen Schlag. Auf Platz 1. Und wisst ihr, was wir noch machen? Wisst ihr, was wir noch machen? Wir power-uppen das einfach. Wir power-uppen das einfach. Und kriegen nochmal 29 dazu. Das Ding ist bald Maximum Level. Das ist ein gutes Ding. Und ist mal auf einen Schlag doppelt so gut geworden wie mit zwei meiner besten Pokémons vorher. Das dumme Schlurp, was... Na, dumm ist es nicht. Ich mag mein Schlurp. Er ist beliebt bei den Ladies. Ihr wisst warum. Wer so eine lange Zunge hat, der hat auch einen großen Schwanz. Ich meine, guckt euch seinen Schwanz an. Der ist schon nicht ohne. Wenn er den ausstreckt... Oh, das hört sich so falsch an. Vermute mal, dass der Kreis bedeutet Maximum Level, ne? Sobald der Kreis am Ende angekommen ist, ist es Maximum Level. Dann kann ich nichts mehr machen. So, im Prinzip könnte ich mein zweites Tauboga noch hochleveln, damit ich ein zweites Tauboss habe. Ich könnte mir aber auch noch ein besseres Taubsi schnappen, statt was ich vorher hatte. Und das dann auf Level, hier, Tauboss hochleveln. Dann habe ich eine 6er Armee von Tauboss. Dann kann ich die überall in der Arena verpacken. Auf jeden Fall 464 Arena-tauglich. Vollkommen Arena-tauglich. Das nächste Pokémon, was ich hier entwickeln kann, ist das Habitak. An sich ist es ganz okay, 103 Wellplate-Punkte ist schon ein mittelgutes Durchschnitt. Ich habe aber nicht so viele Bonbons, deswegen muss ich mir echt sicher sein, ob ich mir das entwickeln will oder noch ein bisschen warten. Aber ich würde sagen, wir entwickeln. Wir wollen den Pokémon entwickeln, ich will ein starkes Team haben. Deswegen machen wir das mal eine Stufe höher. Das leckt super. Leckomir. Habitak konnte aus bestimmten Gründen nicht entwickelt werden, weil der Server einfach dead ist. Dead. Wo ist mein Habitak? Oh, ja, ist klar. Seht ihr es? Ich habe meinen Ibitak bekommen, ohne die coole Animation. Das ist ein Special. Leute, das ist ein Nintendo, das ist ein Special. Wenn ich auf Entwickeln klicke, will ich eine bunte Animation sehen. Ich will, wie das aussieht, wie ich mein Pokémon kriege. Jetzt habe ich meinen Ibitak, 272. Nicht so krass wie mein Tauboss. Das Habitak war jetzt auch nicht das Krasseste, ehrlich gesagt. Ne, es war nicht das Krasseste. Ich kann auch ein bisschen power-uppen. Power-uppen ist bestimmt kein Wort, was im Duden steht. Ab jetzt schon, seitdem ich es sage, ist es das. 300 Wellplate-Punkte, nettes Ding. Mein bestes Ratsfahrt, 97. Eines schon ziemlich geil. Und das Entwickeln ist auch nicht so teuer. Das Radikal sollte auch ziemlich powerful werden. Powerful. Komm, Ratfatz. Ich sag immer Ratsfatz, ne? Der heißt eigentlich nur Ratfatz. Wer nennt das Ding Ratfatz? Okay, scheiß drauf. Level. Komm, Radikal. Der ist radikal, der Radikal. Was wird's am Abend? Wetter stürmt und regnet. 260. Das ist besser als das, als das Ibitak fast. Ohne Scheiß. Und wir können noch einen Bonbon reinschieben in Popo.
Und dann ist das noch geiler. Ist noch geiler. Ohne, oh, mein Team wird wunderbar. Mein Team ist wunderbar. Schon 3 Pokémons, die echt einen guten Level haben. Tauboss ist natürlich perfekt. Er ist der Boss. Der ist der Boss. Boss im Name, Boss im Programm, würde ich mal sagen. Weißt du was? Wir nennen Tauboss um. Wir nennen das mal Tom Apfelsaft. Zack. Nice, Tom Apfelsaft. Bestes Pokémon auf dieser Welt. Mein Schlurp nämlich mal Frauenheld. Ohne Scheiß, Leute. Der ist bei Frauen echt belebt. Holt euch einen Schlurp und ihr werdet geliebt werden. Oder die Frau wird danach geliebt. Eins von beiden. What? What? Gib einen anderen Spitznamen ein. Nein, ich will einen Frauenheld haben. Ich will einen Frauenheld haben. Okay, geht doch. Geht doch. Ich dachte schon, Nintendo hat einen Check drin, der verhindert, dass das Ding Frauenheld heißt. Radikal nennen wir mal Radikal. Radikal ist ein cooler Name für den. Okay, was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Wie gesagt, ich kann noch meinen Tauboga einmal hochleveln. Ich habe genau 50 Bonbons noch, aber oh, ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht warte ich noch auf ein besseres Taubsi. Sowas, keine Ahnung, mit Full Level oder sowas. Aber der war, mein erstes Taubsi war schon echt hochgelevelt. Das war echt hochgelevelt. Es war schon fast Level-Maximum für ein Taubsi und jetzt ist es echt ein starkes Tauboss. Sind alle Starter-Pokémon, das kann man auch nicht viel anstellen. Gott, sind die da unten nutzlos. Krabby, dich habe ich vor kurzem gefangen. Why you so useless? Warum so useless? Aber guck mal, das ist ein happy dude, der ist echt happy drauf. Der guckt happy, der wackelt happy, der ist gechillt. Zack, da ist Magneto, das X-Men. Habe ich in der letzten Folge Magneto genannt, ich fand's nett, andere nicht. Ich meine, ich habe immer noch 12.000 Sternstaub, ne? An sich will ich das nicht für diese Starter-Pokémons ausgeben. Ich meine, irgendwann im Spiel hat man bestimmt schon richtig krasse Viecher, zum Beispiel Voltorb oder sowas. Und die brauchen sehr viel Sternstaub, um besser zu werden. Wobei Voltorb auch noch zu den Mittelklassigen, denke ich mal, gehört. Die ganz seltenen, diese Electrek oder Voltec oder wie die heißen. Wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich Pokémon gespielt habe? Ich kenne die Namen echt nicht mehr so gut. Für Zubat fehlen mir noch 23. Ja, hätte ich echt einen Golbat machen können. Aber rein theoretisch kann man natürlich auch einen Golbat in freier Wildbahn finden. Muss man nicht unbedingt entwickeln. Außer du findest ein echt geiles Zumbat, was schon recht hohen Level hat. Zum Beispiel wie mein Taubsi. Nebulak ist sehr durchschnittlich, der Kreis ist in der Mitte, ist okay. Aber ich würde mal sagen, ich habe echt ein starkes Team inzwischen. So, und wir müssen mal einen heilen. Oh, wir kriegen ja 2000 XP, weil ich hier gerade richtig krass am entwickeln bin. Und leider kein Level up. So, Frauenheld, werd wieder gesund. Nimm ein paar Tränke. Tränke. Die anderen sind inzwischen outclass. Die sind echt outclass. Die brauchen wir nicht zu heilen. 1500 fehlen mir noch. Okay, irgendwas können wir noch machen. Lass uns noch ein paar Taubsis hochleveln, weil ich hab so... Nee, stimmt gar nicht. Das ist Pokémonisierung. Ohne Scheiße. Werden die Ratten radikal. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das lustig findet, oder? Ohne Scheiß. So, radikal Nummer 2. 182. Ist auf jeden Fall Dufte. So, kriege ich dafür XP? Wie viel kriege ich dafür? 500, ne? Ja. Und ist somit auch schon glatt mal Nummer 4. Nee, Nummer 5 in meinem besten Team. Also ist das 5 stärkste, das Radikal. Wir nehmen mal den Radikal. Hat keinen besonderen Grund, warum ich den Radikal nenne. Radikal passt ja noch, aber scheiß drauf. Machen wir noch einen Radikal. Das ist Pokémonisierung. Ich will Level 9 werden. Ohne Scheiß. Aber dafür fehlt mir noch. Mir fehlen noch 2 Mal oder so. Scheiße. Hätte ich noch ein Zumbat mehr gehabt, hätte ich hier noch ein bisschen leveln können und dann wäre das easy gewesen. Aber mein Team besteht aus Ratten und Vögeln. Das ist... Habe ich Vögeln gesagt oder Vögel? Oh, aber der Radikal schafft es nicht in meine Top 6. Er schafft es nicht in die Top 6. Das Smogon ist noch da. Wie nehmen wir den überhaupt? Wir brauchen für Smogon noch einen Namen. Ihr könnt mir noch einen Namen vorschlagen. Schlagt mir ein paar Namen vor, die ich machen soll. Ich kann ja mal irgendwie Community-Namen für die ganzen Pokémons vergeben. Und dann haben wir hier ein Team voller Communities. Communities, ja, das macht Sinn. Wir sammeln Communities. Ha. Ich bin wieder der Einzige, der das witzig findet, oder? Wir nennen den einfach mal Smoker. Erinnert mich an One Piece. So, komm, Erfahrungspunkte, 500. Dammit, ich brauche immer noch 500. Ich habe noch Bock auf meine Taubos. Ohne Scheiß, ich will stärker machen. Aber ich habe schon Taubos gesehen mit 900 Wellplayed-Punkte. Wie kommt man auf die? Wie kommt man auf 1000 von denen? Mein Kreis ist schon fast voll. Oder sind die nächsten paar Entwicklungsstufen so krass, dass es wirklich hochlevelt? 29. Trainerlevel zu niedrig. Okay, ich bin noch zu underlevelt, um den nochmal hochzuleveln. Aber selbst wenn die letzte Stufe nochmal 30 gibt, habe ich 550. Und ich bin mir sicher, ich habe schon so 700er gesehen. Ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Aber das war auf jeden Fall Pokémon-Entwicklung. Wir haben ein paar Pokémons richtig hochgelevelt. Hab jetzt ein paar gute Viecher, bin auf jeden Fall arena-tauglich. Ich kann jetzt hier ein paar Arenen in der Stadt erobern. Für Team Blau.
Eigentlich ist es egal, für welches Team. Es ist gut, dass es unterschiedliche Teams gibt. Und ich verstehe jetzt diese Feindlichkeit, meine ich mal, nicht gegenüber anderen Teams. Seid froh, dass es andere Teams gibt, sonst hätten wir keine Arena-Kämpfe machen können. Ich hoffe, euch hat diese Entwicklungsfolge mal gefallen. Wie gesagt, man kann nicht immer raus, manchmal regnet es und dann sitzt man halt im Trocknen. Und deswegen entwickelt man ab und zu mal ein bisschen Pokémon. Das nächste Mal kann ich ja mal so eine Rauchbombe verwenden oder eine kaufen. Ich habe ja keine mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Pokémon Go-Folge verpassen wollt. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen öfters jetzt in der Zukunft rausbringen. Aber keine Angst, es wird die andere Projekte nicht wegnocken. Das kann ich echt schön nebenbei aufnehmen. Das ist echt leicht. Braucht auch nicht viel Arbeit. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt hier oben rechts auf das i. Dort findet ihr weitere Pokémon Go Videos. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Gebt mir Flosse. Flop.